Ja, in der heutigen Vorlesung geben wir erst nochmal einen Rückblick auf die letzte Sitzung. Wir hatten es mit dem Begriff des Willens nochmal zu tun. Wir haben uns bezogen auf einen ganz klassischen Text von Harry Frankfurt aus dem Jahr 1971, also 50 Jahre alt, über 50 Jahre alt dieser Text. Ein echter klassischer Text. Da gibt es natürlich mittlerweile auch schon deutsche Übersetzungen, aber ich empfehle immer, ihn möglichst auf Englisch zu lesen. Der Einfachheit halber werde ich aber jetzt heute vor allem englische Zitate nicht verwenden, sondern eben deutsche. Ja, wir haben jetzt hier schon so ein bisschen gesehen, dass der Text nicht ganz einfach ist. Der ist durchaus kompliziert. Ich fasse nochmal zusammen. Also der Wille ist nach Harry Frankfurt dasjenige, was uns zu einer Person macht. Und nicht das Selbstbewusstsein. Ich sage nur John Locke, den haben wir mal behandelt, die individuelle Person. Und auch nicht die Vernunft, sondern die Vernunft ist das, was wir immer schon voraussetzen müssen, um überhaupt einen solchen komplexen Willen zu entwickeln, von dem Harry Frankfurt spricht. Man kann letztendlich sagen, Harry Frankfurt argumentiert für ein reflexives Willensmodell. Reflexiv heißt, wir haben schon mal diesen Begriff hier kennengelernt, dass wir in der Lage sind, Volitionen zweiter Stufe auszubilden. Ja? Und darauf wollen wir heute noch mal ein bisschen genauer eingehen. Das ist so das Stichwort. Natürlich auch eine sehr gute Frage für die Klausur vom Typ A natürlich. Ja. Also auch nochmal wichtige Willensstruktur. Der Wille ist nicht einfach irgendwas ganz Einfaches und ganz Simples, sondern der Wille von Personen zumindest, der ist komplex. Der Wille ist reflexiv, der Wille ist in sich differenziert. Wir haben es mit Wünschen zu tun und mit Volitionen. Und darauf werden wir jetzt noch näher zu sprechen kommen. Also, der Unterschied zwischen Person und anderen Kreaturen, hier natürlich wieder Übersetzungsproblem, Creatures oder wie soll man es übersetzen, ja, anderen Lebewesen ist vielleicht das Beste, liegt in der Struktur des Willens einer Person. Und jetzt bringt er noch einen Begriff, nämlich Personen sind in der Lage, Wünsche zweiter Stufe, also Desire, Second Order Desires ist das englische Wort dafür, auszubilden. Jetzt müssen wir uns genauer überlegen, was ist das? Also, was ist der Unterschied zwischen Wunsch zweiter Stufe und Volitionen zweiter Stufe? Das ist auch eine ganz tolle Klausurfrage, die man für den Typ A verwenden könnte. Ja. Also, ich lese mal vor, jemand hat einen Wunsch zweiter Stufe, wenn er entweder einfach einen bestimmten Wunsch haben möchte oder wenn er möchte, dass ein bestimmter Wunsch sein Wille sei. Für diesen zweiten Fall, also wenn ich möchte, dass ein bestimmter Wunsch mein Wille sei, und der Wille ist nach Harry Frankfurt immer etwas, was handlungswirksam ist. Also Wille müssen wir von Wunsch unterscheiden. Auch eine ganz, ganz tolle Klausurfrage. Was ist der Unterschied zwischen Wille und Wunsch? Zum Beispiel nach Harry Frankfurt oder auch generell. Das ist einfach eine begriffliche Klärung, die so allgemein anerkannt ist, dass man zwischen Wunsch und Wille unterscheiden muss. Also wenn wir Volitionen zweiter Stufe haben, dann wollen wir tatsächlich zu einer Handlung gelangen und nicht nur uns etwas wünschen. Wünschen kann ich mir vieles. Ich kann mir wünschen, es wäre jetzt hier draußen, ich wäre jetzt hier in der Südsee. Das kann ich mir wünschen. Aber will ich es auch wirklich? Um es zu wollen, müsste ich jetzt sie leider hier verlassen, müsste ich alles stehen und liegen lassen, müsste ich Geld abheben, müsste ich zum Flughafen fahren. Das heißt, ich müsste ziemlich viele Dinge unternehmen. Stichwort instrumentelle Vernunft. Das führt dann schon zum nächsten Thema. Ich müsste also auch meine Vernunft anstrengen und mir überlegen, welche Mittel muss ich genau ergreifen, um zu diesem Ziel zu kommen. Also ein Wille zu haben bedeutet immer mehr zu machen als einen bloßen Wunsch zu haben. Wir können es auch anders bezeichnen. Wer einen Wille hat, der verpflichtet sich auf etwas. Also der muss sehr verbindlich Dinge in Angriff nehmen. Und ja, also das ist so der Punkt. Und er bringt auch noch einen anderen Begriff, den Begriff des triebhaften Wanton. Auch wieder eine spannende Frage für Typ A. Na, was ist nach Harry Frankfurt ein Wanton? Und warum ist er keine Person? So kann man auch fragen. Ein Wanton, der mag vielleicht Wünsche zweiter Stufe haben. Also er mag sich wünschen, etwas zu wünschen, einen Wunsch zu haben. Das ist unter Umständen möglich. Aber er hat keine Volitionen zweiter Stufe. Das heißt, er bleibt nur auf der Ebene der Wünsche stehen und der verpflichtet sich nie auf etwas, was man eben jetzt Volition zweiter Stufe nennen würde. Wir müssen das jetzt nochmal genauer anschauen. Also, es gibt den Unterschied zwischen der Person und dem Triebhaften. Und er hat hier, Sie erinnern sich noch an die letzte Vorlesung, wir hatten hier ein sehr, sehr spannendes Beispiel von zwei Drogenabhängigen.
Menschen, ich sage jetzt nicht Personen, weil nach Harry Frankfurt der eine Drogenabhängige keine Person ist. Und das ist natürlich auch ein bisschen problematisch. Aber gehen wir mal so ein bisschen drauf ein. Also es gibt zwei Drogensüchtige, die haben genau dieselben Bedingungen der Sucht, ja. Und sie erliegen auch beide auf diese letztendlich der Sucht. Sie nehmen am Ende die Droge. Ja? Jetzt ist nur der Unterschied, der eine, den es uns jetzt hier geht, der kämpft unablässig, verzweifelt, aber erfolglos gegen die Macht der Sucht. Er probiert alles, wovon er meint, es könne ihn befähigen, sein Verlangen nach der Droge zu überwinden. Aber dieser Wunsch ist zu mächtig. Er kann ihm nicht widerstehen. Er ist ein Süchtiger wider Willen. Also, das ist jetzt spannend. Da hat als eine drogensüchtige Person in sich widerstreitende Wünsche der ersten Stufe, sagt jetzt Harry Frankfurt. Also ich habe auf der basalen Ebene meiner Strebungen, meiner Neigungen, meiner Wünsche, das, was ich unmittelbar in mir vorfinde, da hat er widerstrebende Wünsche. Also er hat den Wunsch, eine Droge zu nehmen, und er möchte auch sie nicht nehmen. Er hat den Wunsch, nicht drogensüchtig zu sein, also nicht der Droge letztendlich süchtigerweise ausgeliefert zu sein. Und das muss man sich jetzt nach Harry Frankfurt auf derselben Ebene vorstellen, nämlich First Order, also an der ersten Stufe. Und jetzt hat er aber noch auf einer zweiten Stufe, also nicht auf dieser widerstrebenden Ebene, Droge nehmen, Wunsch und Wunsch, möchte es eigentlich nicht, sondern auf einer zweiten Ebene hat er jetzt noch eine Volition zweiter Stufe. Er steht nämlich, so Harry Frankfurt, dem Widerstreit seiner Wünsche, die Droge zu nehmen und auch von ihr abzulassen, das ist auf der ersten Stufe, die widerstrebenden Wünsche, nicht neutral gegenüber. Und jetzt, wenn er nicht neutral dieser ersten Stufe gegenübersteht, dann haben wir es mit einer Second Order, einer zweiten Ebene zu tun. Er möchte nämlich, dass der zweite Wunsch, der Wunsch, nicht Drogen zu nehmen, und nicht der erste Wunsch. Der erste Wunsch ist der Wunsch, Drogen zu nehmen. Also, dass der zweite Wunsch sein Wille sei. Er möchte also, dass er die Droge nicht nimmt. Die Droge nicht zu nehmen, könnte man sagen, ist eine Unterlassung. Ja, also er möchte praktisch eine Unterlassung betreiben. Und wir hatten darüber diskutiert im Seminar, eine Unterlassung und auch etwas nicht zu tun, kann eine Handlung sein. Also er möchte praktisch letztendlich eine Handlung vollziehen. Und er möchte einen handlungswirksamen Wunsch entwickeln. Oder er, ja genau, er entwickelt eine Einstellung gegenüber seinem Wunsch, der letztendlich willentlich ist, weil er nämlich zu einer, auf eine Handlung hin abzielt. Er möchte, sagt Harry Frankfurt, dass sich der zweite Wunsch, die Droge nicht zu nehmen, durchsetzt und den Zweck abgebe, den er durch das, was er wirklich tut, zu erreichen sucht. Ja. Das ist jetzt ganz spannend. Also selbst wenn jetzt eine Person am Ende doch die Droge nimmt, muss man immer schauen, was ist letztendlich in ihrem Kopf oder genauer gesagt in ihrem Willen, weil der Wille ist ja komplex, eine Willensstruktur vorgegangen, gab es da einen Streit, einen Kampf, eine Reflexion. Und wenn die Reflexion stattgefunden hat, also Harry Frankfurt spricht auch von einer Identifikation, also die drogensüchtige Person wider Willen, die identifiziert sich mit einem ihrer Wünsche, nämlich mit dem zweiten Wunsch auf der basalen Stufe. Sie könnte sich auch mit einem anderen Wunsch identifizieren. Es geht immer darum, wie identifizieren wir uns von einer zweiten Stufe mit einem Wunsch auf der ersten Stufe. Sie hat eine Identifikationsleistung vollbracht, auch wenn sie am Ende nicht zur Handlung gelungen ist, gekommen ist. Man kann jetzt diskutieren, warum sie nicht zur Handlung gekommen ist. War das vielleicht so etwas wie Willensschwäche? Das wird auch ein eigenes Thema sein. Jedenfalls hat sie sich identifiziert mit einem ihrer Wünsche. Und zwar so, dass sie wollte, dass der Wunsch ihr Wille sei. Dann war es Volition zweiter Stufe. Und wir haben gelernt, nach Harry Frankfurt ist eine Person, die Volition zweiter Stufe ausbildet, oder ein Wesen, was Volition zweiter Stufe ausbildet, eine Person. Und jetzt gibt es halt noch einen anderen Fall. Wir haben ja genau dieselben physiologischen Bedingungen, also der Sucht, die sind genau gleich strukturiert. Der andere Süchtige ist ein triebhaftes Wesen, nach Harry Frankfurt, ein Wanton. Seine Handlungen spiegeln die Ökonomie seiner Wünsche der ersten Stufe, ohne dass es ihn kümmert, ob die Wünsche, die ihn zum Handeln treiben, auch Wünsche sind, durch die er sich zum Handeln veranlasst sehen möchte. Das heißt, der hat gar keine wirkliche Identifikation zu seinem Willen. Ihm ist der Wille letztendlich gleichgültig. Es findet keine Second-Order-Volition statt. Und deswegen
sagt er, unterscheidet sich dieser Drogensüchtige, was seine triebhafte Unbekümmertheit angeht, nicht von einem Tier. Das kann man natürlich auch bestreiten, ja. Das kann man mit guten Gründen bestreiten. Und hier mache ich mal eine kurze Pause, dass wir hier drüber diskutieren können. Interessant ist jetzt bei Harry Frankfurt, dass Wünsche zweiter Ordnung eben nicht unbedingt handlungswirksam sein müssen. Selbst eigentlich genau genommen auch Volition zweiter Stufe, wie wir jetzt bei dem Drogenabhängigen gesehen haben. Der hat ja Volition zweiter Stufe und trotzdem kommt er nicht zu einer Handlung. Ich mache gerade noch weiter und dann können wir darüber diskutieren. Aber also jedenfalls sind Wünsche zweiter Stufe nicht auf eine Handlung ausgerichtet, so muss man sagen. Ja, also Volition zweiter Stufe sind Konzentration, Identifikation, die auf eine Handlung ausgerichtet sind. Und es ist bei Wünschen der zweiten Stufe nicht. Und jetzt bringt er das Beispiel. Nehmen wir an, ein Arzt, der sich mit der psychotherapeutischen Behandlung von Drogensüchtigen befasst, glaubt, dass er seinen Patienten besser helfen könnte, wenn er besser verstünde, wie es für sie ist, den Wunsch nach der Droge zu haben, der sie süchtig sind. Nehmen wir weiter an, er komme auf diese Weise dazu, dass er selber den Wunsch nach der Droge haben möchte. Wenn nun, was er haben möchte, wirklich ein richtiger Wunsch ist, dann möchte er nicht nur die Gefühle haben, wie der Süchtige charakteristischerweise erleben, wie sie sich die erleben, wenn sie ihr Verlangen nach einer Droge packt. Der Arzt möchte, sofern er ein solches Verlangen haben möchte, in einem gewissen Maße die Neigung verspüren oder dazu gedrängt werden, die Droge zu nehmen. Das ist jetzt ein ganz interessanter Fall, aber sowas gibt es eben auch. Und das sind jetzt hier eben nicht Volitionen zweiter Stufe. Der Arzt möchte natürlich nicht drogensüchtig sein, sondern der Arzt möchte einfach wissen, wie es ist, einfach mal den Wunsch zu haben, Drogen zu nehmen. Und jetzt lese ich noch das nächste dazu vor und dann können wir diskutieren. Es ist aber durchaus möglich, dass er, obwohl er von dem Verlangen nach der Droge gedrängt sein möchte, Wunsch zweiter Stufe, doch nicht möchte, dass sein Verlangen handlungswirksam sei. Also keine Volition zweiter Stufe. Vielleicht möchte er nicht, dass ihn sein Wunsch den ganzen Weg zur Ausführung der Handlung gehen lässt. Es braucht ihn nicht zu interessieren, wie es ist, die Droge zu nehmen. Und insofern, er nun bloß wünscht, dass er die Droge nehmen möchte, aber nicht sie zu nehmen, möchte er nichts, was ihm nur die Droge selber geben könnte. Er kann also in der Tat den ganz eindeutigen Wunsch haben, die Droge nicht zu nehmen. Und er wird klug alles so arrangieren, dass es ihm unmöglich wird, den Wunsch zu befriedigen, den er haben würde, falls sein Wunsch, das Verlangen nach der Droge zu haben, einmal in Erfüllung ginge. Oh, das ist jetzt ziemlich kompliziert ausgedrückt. Wir lesen noch ein Zitat. Es wäre also nichtig, aus der Tatsache, dass der Arzt wünscht, das Verlangen nach einer Droge zu haben, zu schließen, dass er auch schon wirklich verlangt, sie zu nehmen. Sein Wunsch zweiter Stufe, zur Droge gedrängt zu werden, schließt nicht ein, dass er einen Wunsch erster Stufe hat, die Droge zu nehmen. Würde man ihm nun die Droge verabreichen, so brauchte dieser Akt keinen Wunsch zu befriedigen, denn seinem Wunsch enthalten wäre, ein Verlangen nach der Droge zu haben. Während er möchte, dass er die Droge nehmen möchte, braucht er nicht den Wunsch zu haben, sie zu nehmen. Es kann sein, dass er nichts weiter möchte, als das Verlangen nach ihr zu kosten. Das heißt also, sein Wunsch, einen bestimmten Wunsch zu haben, den er nicht hat, braucht nicht ein Wunsch zu sein, dass sein Wille im Mindesten ein anderer ist, als der, der ist. Oh, jetzt haben wir hier ein ganz spannendes Zitat und jetzt machen wir hier gleich eine kleine Diskussion drüber. Das ist sicherlich diskussionswürdig. Wir haben gesehen, man kann jetzt auch Wünsche zweiter Stufe ausbilden, wie dieser Arzt. Ja, der wünscht sich einfach mal den Wunsch zu haben, drogensüchtig zu sein, ohne dass er die Drogen nehmen möchte. Das ist aber ein sehr seltener Fall. Sowas kommt sicherlich sehr selten vor. Aber es belegt doch, wie ich finde, sehr gut dieses Modell von Harry Frankfurt. Wir haben schon nochmal hier gesehen, also er sagt jetzt, dass eben kleine Kinder praktisch keine Volition zweiter Stufe ausbilden können, ja, und dementsprechend keine Personen sind. Es hängt natürlich immer davon ab, was man jetzt unter Person versteht. Ich persönlich bin da ein bisschen kritisch. Ich vertrete die Position, dass auch kleine Kinder Personen sind. Ich mache es aber deswegen nicht vom Willen abhängig, sondern von anderen Dingen. Er hat da eben einen sehr engen, speziellen Personenbegriff. Also darüber müssten wir nochmal genauer diskutieren, ob mit dem Personenbegriff auch sowas wie Würde einhergeht. Das würde jetzt aber erstmal zu weit führen. Also jetzt haben wir hier so ein bisschen das gesehen. Und was auch noch wichtig ist, was ich hervorheben möchte, ist diese reflexive Ebene
von der aus wir uns beziehen auf unsere Wünsche erster Stufe und uns dann identifizieren. Diese reflexive Ebene muss nicht moralisch sein. Ja, das sagt er hier. Also es muss keine moralische Einstellung sein. Man könnte ja denken, nur dann entwickle ich Volition zweiter Stufe, wenn ich objektive Kriterien habe und mich dann von dieser Ebene her mit meinen Wünschen identifiziere, die moralisch sind letztendlich oder die moralisch interpretierbar sind. Da sagt er, nein, also die zweite Stufe, die reflexive Stufe, muss nicht eine moralische Stufe sein. Ich kann auch aus anderen Gründen mich identifizieren, aus persönlichen Gründen. Das können ganz verschiedene Motive sein. Es müssen nicht moralische Motive sein. Das ist ganz interessant, weil Immanuel Kant vertritt eher so die Gegenthese. Der sagt, diese Volition zweiter Stufe, Kant spricht nicht davon, aber so könnte man interpretieren, das muss eine moralische Stufe sein. Ja, er bringt hier noch so ein bisschen was wie eine Willensparalyse. Also er sagt, jetzt gibt es verschiedene Probleme. Darüber können wir auch noch in den Tutorien genauer diskutieren. Es kann zum Beispiel sein, dass wir Wünsche zweiter Stufe haben, die sich selbst widerstreiten. Ja, dann ist der Betroffene in Gefahr, keine Volition zweiter Stufe zu haben. Es gibt auch nicht nur einen Konflikt auf der ersten Stufe, sondern einen Konflikt auf der zweiten Stufe. Ja. Ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll. Ich habe den Wunsch, diesen Wunsch mir zu wünschen, und ich habe den Wunsch, mir diesen Wunsch zu wünschen. Ja, und was ist dann? Ja, das heißt, dann haben wir hier so eine Art von Willensparalyse. Hier spricht von der Gefahr einer Willensparalyse und vollständigen Untätigkeit. Auch das können wir dann im Folgenden noch genauer diskutieren, wenn es um Willensschwäche gibt. Und dann gibt es noch ein anderes Problem, das ist, nennt er die Zerstörung der Person. Und zwar, das habe ich auch schon mal angedeutet, wenn wir jetzt uns identifizieren von der zweiten Stufe, dann aber oder wollen uns identifizieren, wir haben aber auf der zweiten Stufe auch konfligierende Interessen. Also wir haben auf der zweiten Stufe einen Widerstreit, sagt er hier, von Wünschen zweiter Stufe. Dann müssten wir ja praktisch versuchen, von einer noch höheren Ebene mit uns zu identifizieren, mit den Wünschen zweiter Stufe. Also müssten Volitionen dritter Stufe sozusagen ausbinden, die sich dann auf die Volition, auf die Wünsche zweiter Stufe beziehen. Und jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht habe ich auf der dritten Stufe, auf der Ebene von Wünschen dritter Stufe, wieder konfligierende Wünsche. Dann brauche ich Volitionen vierter Stufe. Und das könnte ja prinzipiell immer weitergehen, bis uns endlich. Ja? Und ja, und dann sagt er, sowas würde auch zu einer Zerstörung der Person führen. Ja, die käme nie zu einer Handlung. Die würde letztendlich immer wieder bis ins Endliche ihren Willen weiter reflektieren. Das könnte man auch als einen Fall von Willensschwäche diskutieren, wenn wir dann soweit sind. Ich möchte es nur in die Diskussion geben. Darüber kann man wunderbar weiter diskutieren. Und auch da gibt es verschiedene Auffassungen davon. Ja, da gibt es ganz verschiedene. Henry Frankfurt hat eine eigene These dazu, der sagt, es genügt, von der zweiten Ordnung zu machen. Wir müssen uns einfach entschieden festlegen. Es spricht von einem decisive act. Und jetzt kann man natürlich da wiederum dagegen sagen, das ist doch bloße Willkür. Haben einige Forscherinnen und Forscher gesagt, sich dann dazu entscheiden, das nicht mehr weiter zu reflektieren. Wieso soll ich nicht nochmal von einer noch höheren Ebene reflektieren, sagt Henry Frankfurt. Irgendwann müssen wir aufhören und zweite Stufe reicht. Ja, soweit zu Henry Frankfurt. Dann gehen wir nochmal hier ein bisschen zurück auf das Thema Gründe. Ich habe gesagt, Gründe sind die Antwort auf die Frage, warum eine Person etwas getan hat. Willkür hatte ich schon, aber wenn Sie sagen, darum, basta, dann haben Sie eine Willkürposition. Sie rechtfertigen ihre Handlung nicht. Sie sagen einfach nur, ich habe es getan, weil ich es getan habe. Sie kennen vielleicht von Martin Luther den Spruch, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das war, glaube ich, in Worms. Frage, ist das Willkür? Können wir auch noch darüber diskutieren. Man kann auch von einer willentlichen Notwendigkeit sprechen, von einer ganz starken Identifikation, die gar keine weiteren Gründe mehr braucht. Jetzt habe ich da verschiedene Bedeutungen von Grund unterschieden. Also, wie kann ich auch schon sagen, das wird jetzt nicht jetzt in der Klausur so abgefragt werden, dass Sie diese fünf alle nennen, sondern da wird man auch eher in die Diskussion gehen können. Ich will Ihnen nur so ein paar Aspekte nennen und noch ein bisschen ausführen. Also, Gründe kann man sagen, Gründe können gute Gründe sein, zwingende Gründe, oder Gründe können sogar auch moralische Gründe sein. Es betrifft wieder die Frage jetzt, ob wir von der zweiten Stufe, wie Harry Frankfurt sagt, keine moralischen Erwägungen treffen müssen oder eben auch. Was sind gute Gründe? Gute Gründe sind immer zwingende Gründe.
Also das sind einfach schlagende Gründe. Ich will jetzt einfach mal von den Bedeutungen von Grund her kommen. Dann können Sie aber auch einen Grund so perspektivieren von der Handlung, dass Sie sagen, dieser Grund hat mich motiviert. Das war der handlungswirksame Grund. Das hat mich motiviert. Das hat mich zur Handlung bewegt. Häufig sind dann, ich komme noch genauer drauf, häufig auch Emotionen mit im Spiel, die man vielleicht sogar auch als Gründe verstehen kann. Dann kann man auch ganz allgemein von kausalen Gründen sprechen, jetzt nicht unbedingt mit Blick auf Handlungen, sondern wenn Sie fragen, warum brennt der Baum, können Sie sagen, ja, weil der Blitz eingeschlagen hat, das ist natürlich der kausale Grund. Der hat aber natürlich nichts mit einer Handlung zu tun. Der Blitz hat hier nicht gehandelt. Und man könnte auch noch rationale Gründe versuchen zu unterscheiden. Das sind Gründe, die zu tun haben mit Urteilen und Schlüssen auf die beste Handlung. Ja? Urteile und Schlüsse haben auch was mit Gründen zu tun. Und wir können auch explikativ oder erklärende Gründe unterscheiden, wenn Sie anderen Personen dann letztendlich ihre Handlungsmotive darlegen und im Zusammenhang es tun. Ich gehe jetzt mal kurz ein bisschen noch näher drauf ein, auf die normativen Gründe. Wir handeln in der Regel dann, wenn wir gute Gründe für eine Handlung haben. Grundsätzlich muss ich sagen, Sie haben häufig mehrere Gründe. Sie haben nicht nur einen Grund. Ja? Stellen Sie sich das Ganze vor wie so eine Waagschale. Sie haben einen Wille, der Wille ist eine Waage, die hat zwei Schalen, ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, wird in der Geschichte der Philosophie häufig gemacht. Und Sie können jetzt Gründe wie so kleine Gewichte sich vorstellen. Sie kennen doch bestimmt noch so Spielzeugwagen oder auch im Kaufladen früher. Da gab es dann so kleine Gewichtssätze, 5 Gramm, 10 Gramm, 20 Gramm. Und dann können Sie so die Gewichte in die Waagschalen werfen und dann sehen Sie mal, irgendwie schlägt sie dann aus. Sie können sich jetzt mal vorläufig einen Grund wie so ein kleines Waaggewicht vorstellen. Ein Grund ist etwas, was Sie in die Willenswaage legen können, was ausschlaggebend kann für die Neigung Ihrer Willenswaage. Das ist ein Grund. Und es gibt natürlich Gründe, die haben stärkeres Gewicht, metaphorisch gesprochen jetzt, oder Gründe, die haben ein schwächeres Gewicht. Deswegen müssen Sie auch Gründe abwägen, deliberieren. Ja? Das heißt, unser Handeln richtet sich nach Normen und Wertesystemen, die häufig individuelle, manchmal auch überindividuelle Geltung haben. Was für Sie ein Grund ist, mag für eine andere Person kein Grund zu sein. Ja? Wenn wir jetzt nicht sagen, wir reden von moralischen Gründen, weil es gibt in der Philosophie die Auffassung, moralische Gründe sind immer gute Gründe. Die gelten universell sozusagen. Das ist ein Spezialfall. Aber in der Regel, wenn Sie sagen, ich hatte diesen Grund dafür, dann kann die andere Person das schon verstehen, wenn Sie ihn rechtfertigen im System ihrer anderen Gründe. Aber die Person könnte sagen, also für mich wäre das jetzt kein Grund, ja, gewesen. Und das hängt natürlich immer davon ab, was für eine individuelle Situation Sie haben, was für ein Wertesystem Sie haben. Was von einem bestimmten Fall gut ist, hängt von unseren spezifischen Interessen ab, von unserer Wunschbasis, von dem, was wir auf der Ebene Wünsche erster Ordnung vorfinden. Und das habe ich schon gesagt, in der Philosophie gibt es manchmal die These, dass es auch Gründe gibt, die absolut gut und zwingend sind und die nicht von unseren individuellen Interessenslagen abhängen. Also, ob ich mir jetzt hier sozusagen, wenn ich jetzt Hunger habe, dann gehe ich runter in die Cafeteria und kaufe mir da irgendwas zu essen. Das ist dann instrumentelle Rationalität. Dann muss ich ein Mittel zu einem Zweck verwenden. Dann habe ich praktisch Gründe, die abhängig sind von individuellen Interessen. Wenn es jetzt um die Frage geht, ob ich lügen soll, zum Beispiel könnte ich doch sagen, ich habe einen guten Grund zu lügen. Warum könnte ich einen guten Grund haben zu lügen? Zum Beispiel, um einer anderen Person eine Peinlichkeit zu ersparen. Das ist das Thema Notlüge. Ja? Sie können sich eine Peinlichkeit ersparen, wenn Sie eine Notlüge machen. Jeder von uns lügt. Ich habe mal eine Umfrage gesehen. Ich glaube, es wechselt so, die Forschung sagt, zwischen 100 und 50 Mal oder so lügen wir pro Tag. Ja. Können Sie mal nachgoogeln. Ja. Jedenfalls lügen wir permanent, die meisten von uns, aber ohne irgendwas Unmoralisches damit zu beabsichtigen. Wenn wir lügen, dann lügen wir häufig, um den Alltag einfach angenehmer zu machen. Das ist einfach Höflichkeit oder Notlüge. Ja. Jetzt würden aber manche sagen, wie zum Beispiel Immanuel Kant, Lügen ist intrinsisch ein schlechter Grund. Lügen kann nie ein guter Grund sein. Lügen ist als solches per se falsch. Lügen ist kein guter Grund. Lügen ist unmoralisch. Es gibt keine Situation, in der zu lügen ein guter Grund für eine Handlung wäre. Ein guter Grund wäre. Wir diskutieren gleich darüber. Das sagt Immanuel Kant. Das heißt,
Das will ich einmal noch zu bedenken geben. Manchmal werden gute Gründe auch als absolut gute Gründe verstanden, ja? Also moralische Gründe. Solche Gründe werden häufig moralische Gründe genannt. Und wir kommen auch noch näher auf den kategorischen Imperativ. Haben Sie schon mal gehört, da kommen wir heute noch ein bisschen drauf, wenn es um unser Handeln geht. Dann gibt es motivierende Gründe, das sind handlungswirksame Gründe. Wenn man also jetzt überlegt, was hat mich bewegt, vom bloßen Willen zur konkreten Handlung zu gehen, was war am Ende ausschlaggebend, ja, den anderen Gründen praktisch den Grund vorzuziehen. Gründe nehmen auch häufig dann die Gestalt von volitionalen, also willentlichen und emotionalen Zuständen an, wie etwa Liebe oder Mitleid, wenn wir auf den motivationalen Aspekt uns beziehen. Kausale Gründe hatte ich schon genannt. Das ist jetzt nicht so sehr auf die Handlung bezogen, sondern es betrifft jetzt nicht so sehr die guten Gründe, sondern eher die Ursachen. Also die Ursache für das Brennen des Baumes ist der Einschlag des Blitzes. Da kann man jetzt nicht mehr von guten Gründen reden. Das sind einfach kausale Gründe. Da ist was passiert. Das heißt, in der Philosophie ist die Frage umstritten, ob Gründe jetzt für unser Handeln, nur vom Handeln her gesehen, ob die auch als kausale Ursachen verstanden werden können. Ob ein Grund adäquat als kausale Ursache zu verstehen ist, in Analogie dazu, wie der Blitz die kausale Ursache für das Brennen des Waldes ist. Können wir nach dieser kausalen Logik auch Gründe verstehen in uns? Einfach nur so kausale Faktoren, sind das Gründe? Ich glaube nicht. Aber auch das wird dann, wenn überhaupt, eine Frage des Typs B sein. Da brauchen Sie keine Sorge zu haben. Das ist keine Frage des Typs A, weil man darüber riesige Diskussionen führen kann. Ich möchte Ihnen einfach nur ein paar Perspektiven zeigen. Das heißt, kausale Gründe müssen nicht immer auf unser Handeln bezogen werden, wie ich genannt hatte, im Beispiel des Blitzes. Da hat es nicht mit einer Handlung zu tun. Da gibt es keine Intentionen, keine Absichten. Aber es gibt Gründe, kausale Gründe, mit denen wir ein Ereignis erklären können, aber nicht verstehen können. Also das ist noch eine wichtige Differenz, erklären und verstehen. Häufig sagt man, um was zu verstehen, brauche ich Gründe im Sinne zum Beispiel der guten Gründe, der normativen Gründe. Dann kann ich eine Person in ihrem Handeln verstehen. Erklären wäre jetzt aber eine Person so zu betrachten wie den brennenden Baum, nur nach solchen Wirkmechanismen. Und das wird irgendwie nicht der Handlungslogik einer Person gerecht, ne? Also man muss zwischen dem kausalen Erklären, dem naturkausalen Erklären, wie bei einem Blitz unterscheiden, und dem subjektiven Verstehen unterscheiden, wobei man sich auch so ein bisschen die Person hineinfühlen kann. Was war ihre Interessenlage? Was war ihr Wertesystem? Und nur darin werden dann Gründe als solche verständlich. Gute Gründe für die Person. Wir diskutieren da gleich noch ein bisschen genauer drüber. Rationale Gründe ist auch so ein Aspekt. Wir können Gründe unter dem Gesichtspunkt ihrer Rationalität versuchen zu verstehen. Hier wieder der Unterschied zwischen Verstehen und Erklären. Gründe sind insofern rational, als sie aus Schlüssen, Abwägungen und Kalkulationen sich ergeben, die gewissen Rationalitätsstandards genügen. Also häufig wägen sie was ab und schließen dann darauf, dass das angesichts ihres Zieles jetzt die beste Option wäre. Dann sind sie rational tätig. Betrifft auch noch das Thema praktische Vernunft, das wir auch noch eingehen. Hier stellt sich natürlich wieder die Frage, sind jetzt rationale Gründe immer auch moralische Gründe? Oder gibt es auch rationale Gründe, Gründe für etwas, für eine Handlung, Gründe, die für etwas sprechen, die nicht an moralischen Normen orientiert sind? Ja? Das ist wieder die große Debatte. Gibt es absolut moralische Gründe oder eben müssen Gründe immer letztendlich moralisch sein oder eben nicht? Dann kann man noch explikative, erklärende Gründe unterscheiden. Erklärend jetzt nicht so zu verstehen wie das naturkausale Erklären des Blitzes im Baum, sondern Sie kennen das, wenn man sagt, erkläre dich mal. Erkläre dich mal, wenn Sie sich erklären. Also damit ist gemeint, wenn Sie Ihre Handlung rechtfertigen. Ja? Wenn Sie Ihre Handlung rechtfertigen, dann versuchen Sie Ihre subjektiven Gründe, die Gründe, die Sie bewogen haben, anhand Ihrer Interessenslage, möglichst objektiv anderen Personen so darzustellen, dass Sie es nachvollziehen können, dass Sie es verstehen können. Und Sie versuchen, sich zu verteidigen gegenüber von Einwänden. Also, warum hast du das so und so getan? Wenn Sie das gefragt werden, versuchen Sie, sich zu rechtfertigen durch rechtfertigende, erklärende Gründe. Weil das und das und dann war noch das und deswegen habe ich das gemacht.
Ja, so werden sie dann der Regel sich rechtfertigen. Und indem sie ihre Handlung rechtfertigen, erzählen sie eine möglichst kohärente Geschichte, also eine Geschichte, die sie nicht widerspricht, sondern die nachvollziehbar ist, die auch für außenstehende Personen verständlich ist. Ja, eine Geschichte, ein Narrativ. Das heißt, nicht alle Gründe, die wir in Betracht ziehen, müssen zu einer Handlung führen. Es kann sein, Sie sagen, das wäre ein möglicher Grund, aber spricht noch mehr dafür. Ja, häufig sagen auch Philosophen, wie zum Beispiel der Konstanzer Philosoph Peter Stemmer, sagt, Gründe sind dasjenige, was für etwas spricht. Ein Grund spricht immer für etwas. Ja. Aber es gibt natürlich stärkere und schwächere Gründe. Manche Gründe sprechen eher, oder manche Tatsachen, wie man auch in der Philosophie sagt, sprechen eher für etwas und manche weniger. Das heißt, es gibt Gründe für etwas und auch Gründe gegen etwas. Und das müssen Sie abwägen. Ja, ob etwas ein Grund für etwas oder gegen etwas ist, hängt von der individuellen Situation und Interessenlage der Person ab. Wenn man nicht sagt, wir nehmen hier an, es gibt absolute moralische Gründe. Lügen kann nie ein guter Grund sein. Lügen ist immer intrinsisch schlecht. Gründe eignen sich dafür, gegeneinander abgewogen zu werden. Das sind Gründe. Gründe, so können Sie sich so wie kleine Gewichte vorstellen, ein Gewichtssatz, der Grund hat 15 Gramm Gewicht, der Grund hat 20 Gramm und am Ende versuchen Sie, die Gründe abzuwägen. Das nennt man auch deliberieren. Gründe haben also ein normatives, ein rationales und ein motivationales Gewicht. Ja, das ist auch noch wichtig. Das ist jetzt natürlich metaphorisch gesprochen. Und wie ich schon sagte, Gründe können wir in die Waagschalen unseres Willens legen. Und irgendwann wird der Wille ausschlagen auf eine Seite, wenn Sie sagen, jetzt habe ich aber gar keine Gründe, jetzt gehen mir die Gründe aus, die guten Gründe, die möglichen Gründe, die ich in Betracht ziehen kann. Dann müssen Sie sagen, okay, jetzt ist gut, jetzt schau mal, wie schlägt der Wille aus? Und selbst wenn der Wille dann in eine Richtung ausschlägt, sich die eine Waagschale neigt, dann kann man sich immer noch fragen, ja, führt das dann unmittelbar zur Handlung, die Waagschale, die Gründe, die überwiegen, oder muss ich mich selbst nochmal dann entscheiden, zu sagen, okay, jetzt überwiegen diese Gründe und jetzt entscheide ich mich auch dafür. Oder ist das Überwiegen der Gründe selbst schon hinreichend für die Handlung? Ich würde die These vertreten, wir müssen dann immer noch uns auch entscheiden dafür. Also es ist noch nicht hinreichend. Ja? Aber auch das ist eine Diskussionsfrage. Wir kommen gleich zur Diskussion. Ich möchte jetzt aber noch hier zum eigentlichen heutigen Thema, was wir wieder viel zu, da haben wir wieder viel zu wenig Zeit, aber ich möchte es natürlich auch noch mal ansprechen. Wir werden in der nächsten Sitzung natürlich noch darauf zu sprechen kommen. Heute geht es um die Frage, was ist praktische Vernunft oder Vernunft? Und jetzt können Sie sich mal überlegen, was ist überhaupt vernünftig zu sein? Was bedeutet es, vernünftig zu sein? Ich gebe Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele, an denen Sie sehen können, das, was vernünftig, häufig spricht man auch von rational, ist. Zum Beispiel, wenn Sie etwas miteinander vergleichen. Der Akt des Vergleichens ist eine rationale Operation. Ist es größer oder kleiner als das? Das ist rational. Abwägen von Gründen. Ist dieser Grund gewichtiger? Wiegt dieser Grund schwerer oder nicht? Das ist auch eine rationale Operation. Verallgemeinern. Wenn Sie sagen, wie wäre das, wenn das jeder machen würde? Und nicht nur ich. Also sowas wie Extrapolation oder auch Fortspinnen von Gedanken, auch ein bisschen fiktiv. Wie wäre das denn, wenn es alle so täten? Verallgemeinern, nicht nur auf meine Interessen achten, sondern schauen, wie wäre es, wenn alle so täten? Das ist verallgemeinern und auch auf Widersprüchlichkeit hin prüfen. Also ich habe jetzt hier verschiedene Auffassungen und widersprechen die sich vielleicht sogar? Ja, also habe ich eigentlich einen kohärenten Willen? Auch Widerspruchsfreiheit zu testen, ist eine Form von rationaler Operation. Natürlich auch noch analysieren, etwas in kleinere Teile, Fragen oder Probleme zu zerlegen, ist ein rationaler Akt. Und natürlich nicht zuletzt Schlüsse zu ziehen und zu urteilen. Ja. Sie können also ein Urteil fällen und ein Urteil fällen Sie häufig, wenn Sie zu einem Schluss gekommen sind. Ja. Kann man auch wieder mit Gründen machen. Das spricht dafür, das spricht dafür. Aber jetzt habe ich diese Interessenlage noch und diese Situation. Und angesichts dieser Situation komme ich zum Schluss, dass diese Gründe ausschlaggebend sind. Das ist ein Schluss, das ist ein praktischer Schluss. Und auch da brauchen Sie letztendlich Ihre Vernunft dazu. Und noch mal ein bisschen konkreter zu werden, wenn Sie zum Beispiel das richtige Mittel zu einem Zweck finden und auch wählen wollen. Wieder mein Beispiel, ich bin hungrig.
Ich habe ein ganz starkes Hungergefühl in mir. Ich habe vielleicht jetzt auch den Wunsch, nichts zu essen, also praktisch wieder die Wünsche erster Stufe. Dann identifiziere ich mich aber mit dem Wunsch erster Stufe und will meinem Wunsch nach Befriedigung des Hungers nachgehen. Also ich entwickle eine Volition zweiter Stufe. Und jetzt geht es aber darum, wie komme ich jetzt zur Handlung? Und da muss ich jetzt instrumentelle Vernunft anwenden. Als instrumentelle Vernunft heißt, wenn ich jetzt praktisch mich entschieden habe, meinem Hungergefühl nachzugehen, der Wunsch, etwas zu essen, soll mein Wille werden, Volition zweiter Stufe. Ja, wie kann er denn der Wille und handlungswirksam werden? Dann muss die praktische instrumentelle Vernunft einsetzen, weil ich kann ja nicht sagen, zack, und jetzt wird mein Pult gedeckt, ja, Tischlein deck dich, so leicht ist es nicht. Da muss ich jetzt mal ein bisschen nachdenken. Also, was könnte ich machen? Ich habe verschiedene Optionen. Jetzt kann ich schon wieder reflektieren. Ich könnte jetzt runter zur Mensa gehen, aber da gibt es nichts, was mir schmeckt und da ist immer so eine lange Schlange. Dann gehe ich lieber jetzt dahin oder ich fahre noch kurz in die Stadt runter. Sie sehen, jetzt fängt Ihre Vernunft an, die instrumentelle Vernunft, die Ihnen verschiedene Möglichkeiten und Wege aufzeigt, Instrumente, Mittel, wie Sie dazu kommen, Ihren Wunsch zu befriedigen oder Ihren Willen auch durchzusetzen. Das nennt man die instrumentelle Vernunft. Und jetzt ist die spannende Frage, gibt es auch moralische oder praktische, moralisch-praktische Vernunft? Das heißt, kann unsere Vernunft nicht nur uns Mittel zur Realisierung eines bestimmten Zweckes geben? Der Zweck hängt natürlich immer von uns ab. Haben wir diesen Wunsch oder nicht? Es kann ja sein, ich bin gar nicht hungrig. Da muss die instrumentelle Vernunft gar nicht so diese Gedanken mir liefern. Gibt es auch eine Vernunft, die mir nicht nur sagt, was ich tun soll, um einen bestimmten Zweck zu erreichen, sondern eine Vernunft, die mir sagt, tue das unabhängig von deinen individuellen Zwecken. Tue das absolut. Tue das, weil das getan werden muss aus moralischen Gründen. Und das ist, wie Sie sich schon denken können, die moralische Vernunft, die nennt man nach Immanuel Kant den kategorischen Imperativ. Es gibt hypothetische Imperative. Hypothetisch von Griechisch heißt einfach bedingte Imperative, unter einer Bedingung stehende Befehle, also instrumentelle Vernunft, etwas zu essen, mir jetzt darunter zu gehen, was zu kaufen. Dieser Imperativ gilt nur, wenn ich Hunger habe. Und kategorische Imperative, die gelten einfach unbedingt, die gelten absolut, kategorisch. Und das ist der Unterschied. Darauf hat Immanuel Kant hingewiesen, dass wir zwischen diesen zwei Formen von Imperativen unterscheiden müssen. Und es handelt sich dabei letztendlich auch um Formen unserer Vernunft. Kategorische und hypothetische Imperative sind verschiedene Operationsweisen, Anwendung unserer Vernunft. Hier sagt er das in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Alle Imperativ, also alle Befehle, alle Normen, die wir in unserer Vernunft vernehmen können, sind entweder hypothetisch oder kategorisch. Jene, also die hypothetischen, stellen die praktische Notwendigkeit, also die Handlungsnotwendigkeit einer möglichen Handlung als Mittel zu etwas anderem, was man will, zu gelangen, vor. Also, ich habe Hunger, möchte meinen Hunger befriedigen und der Imperativ sagt mir, ja, dann geh doch runter und kauf dir was. Der kategorische Imperativ würde der sein, welcher eine Handlung als für sich selbst, ohne Beziehung auf einen anderen Zweck, als objektiv notwendig vorstellt. Also tue das einfach schlechthin, weil es gut ist. Zum Beispiel lüge niemals. Ja, das wäre nach Kant ein Beispiel des kategorischen Imperativs. Also hypothetischer Imperativ hat die Form, wenn du X erreichen möchtest, dann musst du dafür Y tun. Wenn du dein Hungergefühl befriedigen möchtest, dann musst du dir jetzt hier was kaufen. Musst du etwas zu essen dir besorgen, zum Beispiel. Könnte auch was anderes sein. Ja, dann musst du hier dir vom Nachbar musst du dir dann das Brötchen klauen. So, ja, wie auch immer. Also Mittel-Zweck-Relation. Der kategorische Imperativ sagt, tue X unbedingt und nicht nur, wenn du etwas anderes erreichen möchtest. Ja, also genauer genommen hätte ich schreiben müssen, tue Y unbedingt, tue Y unbedingt und nicht nur, wenn du ein X erreichen möchtest. Ja, zum Beispiel, du sollst niemals lügen. Lügen kann in keinem Kontext ein gutes Mittel zum Erreichen eines Zwecks sein. Zum Beispiel eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Das sagt Kant. Wir kommen jetzt gleich noch auf die Diskussion. Ich möchte Ihnen nämlich jetzt noch eine Alternative geben. Immanuel Kant sagt, die Vernunft selbst, die praktische Vernunft gebietet, dass wir manche Dinge niemals tun sollen oder manche Dinge absolut tun sollen. Nämlich, wir sollen niemals lügen, sagt nach Kant, uns die Vernunft, die moralische Vernunft,
Oder anders gewinnen, wir sollen immer die Wahrheit sagen. Das ist nach Kant auch ein absolutes Gebot, selbst wenn wir dabei eine Person retten könnten, die von einem Mörder verfolgt wird. Selbst wenn uns der Mörder fragt, hat die Person bei dir Unterschlupf gefunden, dürfen sie nicht lügen, um das Leben der Person zu retten, nach Kant, sondern sie müssen dem Mörder sagen, ja, sie ist hier rein in mein Haus. Also Notlüge geht nach Kant nicht, selbst wenn ich das Leben einer Person retten möchte. Und das, sagt Kant, gebietet uns die Vernunft. Und jetzt kann man sich fragen, ja, ist die Vernunft wirklich so moralisch? Kann die sowas? Er sagt, es gibt eine Alternativposition, David Hume. David Hume ist ein englischer Philosoph, der sagt, wir drücken uns nicht genau und, also ein schottischer Philosoph genau, wir drücken uns nicht genau und philosophisch aus, wenn wir von einem Kampf zwischen Affekt und Vernunft reden, muss es heißen. Die Vernunft ist nur Sklave der Affekte und soll es sein. Sie darf niemals eine andere Funktion beanspruchen, als die denselben zu dienen und zu gehorchen. Also Hume sagt, es gibt nur instrumentelle Vernunft. Es gibt niemals Vernunft, die selbst unseren Willen bestimmt. Jetzt kommt noch mal was Lustiges. Es läuft der Vernunft nicht zuwider, wenn ich lieber die Zerstörung der ganzen Welt will, als ein Ritz, muss das heißen, an meinem Finger. Es widerspricht nicht der Vernunft, wenn ich meinen vollständigen Ruin auf mich nehme, um das kleinste Unbehagen eines Indianers oder einer mir gänzlich unbekannten Person zu verhindern. Es verstößt ebenso wenig gegen die Vernunft, wenn ich das erkanntermaßen für mich weniger Gute dem Besseren vorziehe und zu dem Ersteren die größere Neigung empfinde. Also ist es wirklich nicht unvernünftig, wenn ich lieber die Zerstörung der ganzen Welt will, als ein Ritz an meinem Finger? Das können wir uns das überlegen. Ist es wirklich nicht unvernünftig, sowas zu wollen? Und da lade ich Sie jetzt zu einer kurzen Abstimmung ein.